2. So. Ich möchte nichts riskieren. So. Jetzt will ich es aber nochmal versuchen. Ich möchte irgendwie da hochkommen. Ich möchte irgendwie auf diesen Turm hochkommen. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen soll. Ich meine, das wird doch direkt daneben angezeigt, oder? Come on! Ach, komm schon! Verdammt! Oh oh. Verdammt, ich noch eins. Mist, wie kommt man auf diesen verdammten Turm rauf? Ich möchte auf diesen Turm rauf. Aber wie schaffe ich das? Soll ich vielleicht so hochklettern? Oder so? Wer hat das gesagt? Come on. Irgendwie muss ich es doch schaffen, da hochzukommen. Irgendwie. Ich meine, ich kann es ja auch manipulieren, also muss ich da irgendwie hochkommen können. Aber wie zum Henker? Das ist alles nicht nah genug. Ja, natürlich falle ich da wieder runter. Und ich falle... Alter! Meine Güte! So, was ist hier? Oh, cool. Oh, da ist ein Vorsprung. Moment. Aber man sieht, dass er das nicht komplett daran kommt. Okay, muss ich warten, bis der Vorsprung kommt. Okay, gut. Das ist da nämlich wirklich näher. Meine Stimme ist auch schon wieder am Versagen. So. Ja, es dauert ja 30 Jahre. Meine Güte. Kann man irgendwie die Zeit schneller machen oder so? Man kann die Zeit ja nur verlangsamen, aber... Wollte ich auch ein bisschen schneller drehen, damit das alles ein bisschen schneller geht. Ja. Ja, jetzt dreht es sich wieder. Ja. Los, komm schon, Leiter. Komm schon, Leiter. Komm schon. So, so, ja. Wenn ich das ich manipuliert habe, wenn das für mich arbeitet, dann habe ich schon mal echt sehr viel bessere Chancen, hier weiter durchzukommen. So. Ja. Ja. Komm schon. Ey, das gibt's doch nicht. Los. Ich komme trotzdem nicht rauf. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Nee, warte, nein, nicht. Ich möchte es manipulieren. So rum. So, dann macht den mal platt. Sauber. Ja, sehr schön. Ja, das ist ja leichtest, da durchzugehen. Und dann weiß ich ja auch schon, welchen Weg ich nehme, um da reinzukommen. So, gut. So, dann kann der Wachturm schon mal die Arbeit für mich erledigen. Ich meine, der Chaosfaktor ist hier sowieso hoch, deswegen ist es ja auch egal, wie ich mich hier anstelle. Weil verkackt habe ich ja sowieso. Da bist du ja. Und ich einfach meine Pistole. Alter, wie viel verträgt er denn? So. Meine Güte, dieser Musikspieler verträgt echt viel. Ich weiß, dass du hier bist. Ach, Quatsch. Oh. Aha. Ich finde dich schon noch. Interessant, jetzt bin ich hier unten. Und weiter im Text. Oh. So, dann will ich mal hier hoch. Okay. Wo bist du? Oh. Zu mir. Hinter ihn. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Upsi. Da habe ich ihn ganz aus Versehen den Kopf abgesäbelt. Hallo. Dankeschön. Komme ich da hoch? Wir wissen, dass du hier bist. Ja, nee, da komme ich nicht hoch. Ich weiß, dass du hier bist. Alter. Nee, zwei. Wirklich? Ich finde dich schon auch. Ach so, oder? Jetzt habe ich dich. Hallo. Hier. Ins große Nichts mit dir. Wie schaut das denn hier aus? Hier ist auf jeden Fall so ein Rattendingens. Ah, und da ist eine Ratte. Sehr schön. Oh, das war die falsche Fähigkeit. Moment. Ich brauche 9, genau. Rum Korayes, lassen Sie mich durch. Fertig, ich bin fertig. Achso, so. Ich muss da hoch, oder? Oh je, Mini. Sie enttäuschen mich, Martin. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Die Aussicht ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Dämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Erstmal zurückziehen und überlegen, wie wir in das Wachhaus kommen. Ich brauche etwas Ruhe. Hab gehört, du hast dich beim Kartenspielen komplett ausnehmen lassen. Was für eine Bande von Idioten. Sie haben die falsche Seite für diesen Kampf gewählt. Ich könnte nicht mal sagen, welche Seite die richtige ist. Ja, aus meiner Sicht ist die Sache ziemlich klar. Ich glaube, keiner weiß, was passiert ist. Wir sahen das kleine Mädchen, ich meine die Kaiserin, durch das Wachhaus und in den Leuchtturm gehen. So. Du bist doch so ein hässlicher Plattenspieler-Typ. Na, kurz gucken. Das ist ja optional, ja? Genau, wir können optional Pendleton und Martin eliminieren. Ich hätte jetzt nur die Frage, ob das wirklich wichtig ist, ob wir das wirklich machen sollten. Oh. Ah, der ist gut. Der ist echt gut. Oh. Oh, da geht's runter. Oh nein. Nein! Wow, GG. GG. Verdammt. Das war nicht so schlau. Das war überhaupt nicht schlau. Das war richtig dämlich sogar. Ach so. So. Na gut. Verdammt, aber ich doof, dass das abgeschlossen ist. Na. Hallo. Du kannst das doch. Ey, wir haben es doch vorhin geschafft. Willst du mich verarschen? Ah, na gut, dann machen wir es eben auf die Art und Weise. Militär und regeln das wie ein echter Mann. Die Aussicht ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind. Dämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Warten Sie, Blindschleiche. Jetzt zählen Sie doch mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nun werde ich mich erstmal zurückziehen und überlegen, wie wir in das Wachhaus kommen. Ich brauche etwas Ruhe. Okay, dann geht der Typ gleich runter. Habe ich dir erzählt, wie ich einmal fast den Mörder der Kaiserin gefasst habe? Du bist so ein Hitzkopf. Waren wohl nur Ratten. Die sind überall. So. Jetzt möchte ich das mal abspeichern. Boah, meine Stimme versagt mittlerweile wirklich wieder ihren Dienst. Meine Güte. Katastrophe. Was für eine Bande von Idioten. Sie haben die falsche Seite für diesen Kampf gewählt. Ich könnte nicht mal sagen, welche Seite die richtige ist. Aus meiner Sicht ist die Sache ziemlich klar. Ich glaube, keiner weiß, was passiert ist. Wir sahen das kleine Mädchen, ich meine die Kaiserin, durch das Wachhaus und in den Leuchtturm gehen. Dann hörten wir Schüsse. Wir zum Wachhaus, aber es war verschlossen. Warum sind wir im Recht und sie im Unrecht? Ich meinte nicht moralisch richtig oder falsch. Wen kümmert das? Ich meinte... Wie die Kanone, die wir herbringen. Man kann auf der richtigen oder auf der falschen Seite stehen. Das ist wahr. Nice. Oh oh. Er könnte gleich seinen Kollegen sehen. Der ist ganz alleine, oder? Doch. Ja, jetzt sind da zwei, okay. Okay. Ja, die haben die eine Leiche schon gesehen, also den einen Bewusstlosen. Das heißt, sie sind jetzt schon ein wenig aufmerksamer. Was haben wir denn hier unten? Sehr schön, Brandbolzen.